Ich zeige euch heute, wie ihr euren Shield TV mit einem 1440p Monitor optimal nutzt, welche versteckten Optionen ihr dafür aktivieren müsst und wie ihr dadurch eure Streaming- und Cloud-Gaming-Qualität verbessern könnt. Hi, willkommen bei CloudPlay, eurer Cloud-Gaming-Community hier auf YouTube. Eins vorab, alles was ich in dem Video zur Shield TV sage, gilt sowohl für den normalen Shield TV als auch für die Pro-Variante. Ihr seht es hier, bis auf Speicher- und Anschlussausstattung sind die beiden Modelle nämlich baugleich. Das heißt CPU, GPU und das verwendete Betriebssystem sind identisch. Die Shield TV wird ja klassischerweise an einen Fernseher angeschlossen. Daher sind Auflösungen von 720p, 1080p und 4K standardmäßig unterstützt. Der verwendete Standard HDMI 2.0b kann aber auch weitere Auflösungen und vor allem Frameraten unterstützen. Um diese nutzen zu können, müsst ihr in den sogenannten Entwicklermodus gehen. Wie ihr das könnt, zeige ich euch gleich. Allerdings vorab nochmal eine Info, für wen diese Information eigentlich interessant ist. Klar, ihr habt natürlich einen 1440p Monitor zu Hause und eine Shield TV, die ihr daran angeschlossen habt. Viele Monitore können aber auch schon durch integriertes Downscaling oder Downsampling ein 4K-Signal verarbeiten. Das heißt, das Signal wird dann auf eurem Bildschirm runtergerechnet und als 1440p Signal ausgegeben. Wenn ihr das allerdings nicht habt, müsst ihr einmal in den Entwicklermodus. Ansonsten seid ihr auf 1080p beschränkt. Und wie wir das machen, schauen wir uns jetzt an. Hier sind wir jetzt auch schon auf der Shield TV und wir gehen einmal in das Menü unter Geräteeinstellungen. Hier jetzt unter Anzeige und Ton und erweiterte Display-Einstellungen. Unter dem benutzerdefinierten Anzeigenmodus könnt ihr jetzt erstmal sehen, welche aktuellen Auflösungen überhaupt unterstützt werden. Und hier seht ihr es, 4K, 1080p, 720p, aber weit und breit kein 1440p. Dafür müssen wir in den Entwicklermodus und um den freizuschalten, geht ihr einmal auf die Geräteeinstellung, dann auf Info und dann scrollt ihr ganz weit runter bis zu dem Bild. Und auf dieses Bild klickt ihr jetzt 7-mal rauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und herzlichen Glückwunsch, du bist jetzt ein Entwickler. Um diesen Entwicklermodus jetzt auch noch betreten zu können, geht ihr wieder in den Geräteeinstellungen ganz nach unten und da seht ihr jetzt Entwickleroptionen. In diesen Entwickleroptionen könnt ihr eure Shield je nach Belieben und Wunsch konfigurieren, einstellen und justieren. Aber Achtung, wenn ihr nicht wisst, was ihr hier tut, lasst lieber die Finger davon. Ansonsten könnt ihr die auch ganz schnell mal bricken. Was uns jetzt interessiert, sind die HDMI-Einstellungen. Da sind sie. Und hier der erste Punkt, alle unterstützten Modi in benutzerdefinierten Anzeigenmodi anzeigen. Wenn wir das aktivieren, müssen wir die Shield TV noch einmal neu starten und können dann auf alle HDMI-Auflösungen und Frequenzen zugreifen. Und da sind wir auch schon. Wenn wir jetzt wieder in die Geräteeinstellung gehen, Anzeige und Ton, erweiterte Display-Einstellung, und wieder den benutzerdefinierten Anzeigenmodus können wir jetzt nach allen vorhandenen Auflösungen filtern. 4K, 1440p, 1080p und so weiter und so fort. Wählen wir ruhig mal 1440p aus, dann sehen wir hier unten in den Anzeigenmodi alle unterstützten Modi. 1440p 120 Hz, mit HDR, ohne HDR und so weiter und so fort. Wählen wir ruhig mal den obersten aus und bei der folgenden Anzeige ganz wichtig, nicht einfach OK drücken, sondern kurz warten, bis ihr diese Anzeige seht. Weil erst dann kann euer Monitor das Signal auch wirklich darstellen und ihr stellt sicher, dass ihr eure Shield TV nicht resetten müsst. So, herzlichen Glückwunsch! Euer Shield läuft jetzt mit 1440p bei 120 Hz. Aber können wir das Ganze überhaupt nutzen? Dafür müssen wir kurz einen Abstecher in GeForce Now machen. Hier sind wir jetzt in den Streaming-Qualitätseinstellungen von GeForce Now. Und damit auch gleich die schlechte Nachricht. GeForce Now unterstützt auf der Shield TV bisher nur die Auflösung 4K, 1080p und 720p bei bis zu 60 Frames per Second. War das jetzt alles umsonst? Nein, natürlich nicht.
Hier mein Tipp an alle GFN-User. Wenn ihr ein Ultimate-Abo habt, stellt die verwendete Auflösung auf 4K und stellt auch eure Spielauflösung auf 4K. Was dann passiert ist, die Shield empfängt ein 4K-Signal und sendet ein 1440p-Signal an euren Monitor weiter. Das Ganze wird sozusagen auf der Shield runterskaliert. Dadurch kommt ihr auch mit eurem 1440p-Monitor in den Genuss einer sehr hohen Auflösung. Seid ihr nur Priority- oder Free-Tier-User, könnt ihr natürlich nur maximal 1080p einstellen. Aber auch hier gibt es einen Vorteil, den ich euch die Shield TV mit 1440p-Modus geben kann. Ihr könnt nämlich jetzt das AI-Upscaling nutzen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch gleich am Beispiel von Cyberpunk. Und da sind wir auch schon bei Cyberpunk auf der Shield TV. Ihr seht das oben rechts, ich habe die Shield TV mit 1440p bei 60 Hz gestartet, damit ich sie auch der Ausgabeframerate von GFN angepasst habe. Cyberpunk selber habe ich im 1080p-Modus gestartet, das heißt, das ist auch etwas, was jetzt ein Priority-Kunde sehen will. Hier seht ihr das, maximal 1080p. Das Schöne an der Shield TV ist jetzt aber, dass sie AI-Upscaling kann. Das heißt, das 1080p-Signal, das jetzt ankommt, kann in ein 1440p-Signal hochgerechnet werden und damit auch optimiert auf eurem 1440p-Monitor angezeigt werden. Ihr seht es hier so ein bisschen an der Schrift links, wenn ich hin und her schalte, die wird dann mal schärfer, mal ein bisschen weniger scharf. Wenn man das Ganze übertreibt, entstehen dann auch so ein paar Ringing-Artefakte. Das heißt, ihr müsst einfach nach euren eigenen Bedürfnissen schauen, was euch da am besten gefällt. Ich finde zum Beispiel Medium-Standard immer ganz gut. Wenn ihr jetzt den Demo-Modus aktiviert, könnt ihr mit eurer Menütaste auch zwischen beiden Modi hin und her springen. Hier Standard, hier AI-Enhanced. Oder wenn ihr gedrückt haltet, könnt ihr auch so eine schöne Leiste hier hin und her schieben und dann wirklich schauen, was mit den einzelnen Elementen passiert. Und damit würde ich sagen, sind wir auch am Ende unseres kurzen Tutorials, wie man 1440p auf der Shield TV aktiviert. Bei welcher Auflösung spielt ihr denn so? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare und sagt mir Bescheid, ob euch das Video gefallen hat, ob ihr solchen Tech-Tipps nützlich findet und was ihr in Zukunft noch von uns sehen wollt. Damit verabschiede ich mich mit dem kurzen Benchmark. Ich lasse das jetzt einfach noch ein bisschen laufen und ihr könnt euch mal anschauen, ob AI Enhanced für euch ein großer Mehrwert ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei allem, was ihr tut und bin damit raus.